Jelena Karabas zeigt sich nur im für ein wichtiges Anliegen. Ihre Reichweite auf Instagram nutzt Jelena Karabas, 24, um ein wenig mehr Realität in den sozialen Netzwerken abzubilden. Sie zeigt sich mal ungeschminkt, versteckt ihre Orangenhaut ebenso wenig wie Dellen an den Oberschenkeln. Auf Filter verzichtet sie weitestgehend. Damit trifft sie genau den Nerv ihrer über 66.000 Follower, innen. Die feiern die Tochter von Daniela Büchner, 45, nämlich genau dafür. Auch ihr neuester Post schlägt in diese Kerbe. Jelena zeigt sich ziemlich freizügig und hat eine starke Message dabei. Auf dem Foto posiert Jelena in einem schwarzen Body. Mehr trägt sie nicht. Ihre Beine sind nackt. Sie zeigt stolz ihre Rundungen, ein paar Dellen inklusive. Dazu schreibt sie, alle Körper sind gute Körper. Sie spielt damit auf jene Rundungen an, die andere Influencer, innen möglicherweise per Photoshop oder App wegretuschiert hätten. Aber warum? Die 24-jährige TV-Bekanntheit steht zu ihren Rundungen, ist stolz auf ihren Körper. Auf einem weiteren Foto aus der Reihe sitzt die Wahl-Malor-Gewinnerin, schaut selbstbewusst in die Kamera. Genau für dieses Selbstbewusstsein wird sie von ihren FollowerInnen gefeiert. Jelena macht sich online dafür stark, weibliche Körper zu normalisieren. Egal welche Form sie haben. Kurvig, dünn, schmal, schlank, besonders feminin, alles ist erlaubt, alles ist schön. Für diese Einstellung bekommt Jelena viel Zuspruch. Tausende Likes, viele Kommentare sammeln sich unter ihren Bildern. Du bist mit deiner Einstellung ein Vorbild und sehr ehrlich, schreibt etwa eine Followerin. Ganz genau und nicht anders. Du siehst klasse aus und weißt du was? Ich hätte auch gern dein Selbstbewusstsein. Du bist ein Vorbild für alle Frauen, findet eine andere. Viele bedanken sich für die Worte, die die 24-Jährige formuliert. Sie fühlen sich von Jelena gesehen und verstanden und freuen sich, dass sie stellvertretend ihre Stimme erhebt.